Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the women's 25-meter pistol will now take place. And the medals and trophies will be presented by Mr. Mirkamil Rahimov of Azerbaijan, head of the sports department. He's accompanied by Herr Wilhelm Grill of Germany, technical delegate of this competition. And the bronze medal representing the People's Republic of China goes to Zhang Jingjing. Gold medal representing Germany goes to Monika Karsch. Thank you.
We can now pause for the opportunity to take some photographs. Ja, dass ich heute die Goldmedaille gewonnen habe, das macht mich so glücklich. Ich wusste heute Morgen noch nicht, was mich erwartet. Und ich bin so happy darüber, dass ich jetzt am Ende dieses wunderschöne Ding um meinen Hals hängen habe. Ja, beim Semifinale war ich sehr nervös und ich musste ganz schön mit mir kämpfen. Es war schon ein schwerer Kampf. Und am Ende war ich ganz froh, dass ich so viele Zehner geschossen habe und dass es am Ende so gut lief. Vor allem, nachdem der Start schwer war. Und ich am Ende eigentlich fast keine Fehler mehr gemacht habe. Am Ende war eigentlich alles gut und ich fühlte mich auch gut. Und somit hat es dann auch gut funktioniert. Beim Gold Medal Match war ich nicht mehr so nervös. Da ging es mir irgendwie besser. Ich wusste schon, ich habe Silber und habe mich da schon sehr drüber gefreut. Und ich wusste, jetzt kann nur noch eine Zugabe kommen. Und dass mir das dann so gelingt, ist einfach toll. Ich kann gar nichts sagen. Ich freue mich riesig über Gold. Und es ist toll, die zweite Goldmedaille in diesem Jahr und mein erstes Weltcup-Finale und gleich die Goldmedaille ist einfach super. Erst bin ich jetzt froh, dass dieses Jahr vorbei ist. Es war ein sehr schönes und erfolgreiches Jahr. Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen in Urlaub und dann beginnt im November schon die Bundesliga in Deutschland. Und nächstes Jahr erwarten uns viele Weltcups und die Europaspiele, bei denen ich mit beiden Disziplinen dabei bin. Ziel für nächstes Jahr ist es, einen Quotenplatz zu gewinnen. Und somit Olympia einfach einen Schritt näher zu kommen. Und ja, wir werden sehen, was nächstes Jahr kommt. Viele schöne Wettkämpfe. Und das große Ziel ist natürlich Olympia 2016. Also ich will ganz, ganz viele liebe Grüße nach Regensburg richten. Zu meiner Mama, die gerade auf meine Kinder aufpasst. Und zur Schwiegermama, die sonst immer ganz viel uns hilft. Und natürlich meinem Mann, dem Thomas, will ich ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Und ja, ich freue mich, dass ich dieses schöne Geschenk mitbringe.